Ich hatte zu Blockzeiten ja eine kleine Reihe, die hieß Kunst und. Also es tauchte immer mal wieder ein Artikel zu dieser Reihe im Blog auf. Die habe ich nachher zu einem kleinen Bändchen, zu einem kleinen Büchlein zusammengefasst. Ich möchte aus traurigem Anlass jetzt einen Artikel vorlesen. Der ist aus Juli 2015 und da habe ich die Hiltrud Neumann besuchen dürfen, die jetzt kurz vor ihrem heutigen 83-jährigen Geburtstag letzten Monat leider verstorben ist. Kunst und Hiltrud Neumann. Die Sammlerin und Mentorin der Mönchengladbacher Kunstszene habe ich gegen Ende der 1990er Jahre kennenlernen dürfen. Von 1989 bis 2008 lud sie zum offenen Wohnzimmer ein, was eine Untertreibung war, denn es gab in ihrer Wohnung keinen Raum, in dem sich keine Kunst befand oder der nicht für offene Besucher Augen zugänglich gewesen wäre. Und kein Kunstwerk war mehr als einen halben Meter vom anderen entfernt, oft näher. Wenn man sich im Internet auf die Suche begibt, stößt man auf Bilder, die eine Ahnung geben vom Flair dieses Zuhauses, das heute immer noch genauso aussieht. Schrieb ich damals. Hiltrud hat, ich glaube, 2015 sogar noch, als sie krank wurde, die Sachen weggegeben nach Goch. Also heute sah oder sieht die Wohnung nicht mehr so aus. Und weiter im Text. In 20 Jahren ist dieses Treffen, das monatlich stattfand und für viele Künstler und Kunstfreunde die Begegnungsstätte war, nie ausgefallen. Ich war auch öfter dort und erinnere mich, dass selbst nach einem langen Arbeitstag mit schon müden Augen und strapaziertem Hirn ich dort immer auftanken konnte, egal ob durch Gespräch mit Gast oder Künstler, in Klammern, die sich dort immer einer pro Freitag mit ihrer Kunst vorstellten. Durch eben deren Auftritte oder durch Hiltrud selbst, ich habe diese Wohnung immer inspiriert verlassen. So auch heute, als ich sie wieder einmal besuchen durfte, diesmal alleine, ohne den Trubel des offenen Wohnzimmers. Was erstaunlich war, es fehlten Künstler und Gäste, aber trotzdem war alles da, die Schöpfungen all dieser kreativen Köpfe, die Erinnerungen an so manches Gespräch und natürlich Hiltrud, die dort alles zusammenhielt und hält. Ich habe in diesem schwierigen, weil oft so empfindlichen Bereich Kunst selten so eine offene Herzlichkeit oder herzliche Offenheit erlebt wie mit ihr. Selten, dass diese vielbesungene Offenheit nicht nur in Laudationen und Beschreibungen vorkommt, sondern so sehr gelebt wird. Selten, dass in diesem Bereich Kunst bei jemandem, der sich auskennt, so gar kein Dünkeldenken vorhanden ist, ja Hiltrud dieses sogar verurteilt, zumindest belächelt. Selten, dass Menschen zusammengebracht werden, die sich normalerweise auf dem offiziellen Parkett der Kunstszene nie begegnen würden. Wenn man von rein physischen Zusammentreffen absieht, und selbst die kommen ja kaum vor. Wenn sie erzählt, wird deutlich, wie untrennbar ein so einladender Charakter mit Haltung und Handeln verbunden ist. Ich wollte hier Heimat finden und das konnte ich nur über die Kunst, sagt Hiltrud Neumann über ihren damaligen Umzug von Dortmund nach Mönchengladbach, als hier Lehrer gesucht wurden. Um vermitteln zu können, muss man zuhören können, in der Lage sein, sich immer wieder auf unterschiedliche Menschen einzustellen. Demnach muss Hiltrud eine sehr gute Lehrerin gewesen sein. Klassenraum und offenes Wohnzimmer haben eine ganze Weile nebeneinander bestanden und als Hiltrud im Jahr 2000 pensioniert wurde, hörte sie nicht auf, Mittlerin zu sein. Mir und vielen anderen vermittelt sie bis heute, dass Grenzen nur in den Köpfen existieren. Es ist unser Kopf und es ist an uns, ihn zu öffnen. Jemand, der auf diese Art und Weise ein Fürsprecher ist, ist es für Mensch und Sache. Es konnte und kann der Kunst nicht nur in Mönchengladbach kein größerer Gefallen getan werden, als durch solch einen unbestechlichen Menschen vertreten, gefördert und besprochen zu werden. 30. Juni 2015.